Hallo zusammen bei Frau Weber Digital. Heute zeige ich dir, wie du solche Aufgaben lösen kannst. Wir nennen diese Aufgaben Ergänzungsaufgaben. Die Frage ist immer, wie viel fehlt bis zur 100? Dazu schauen wir uns die Aufgaben mal am 100er-Feld an. Wir starten mit der ersten Aufgabe und ich lege mir 25 in mein 100er-Feld. Ich brauche also 2 Zehner und 5 Einer. So. Und um zu wissen, wie viel bis zu 100 fehlt, ergänze ich jetzt erst einmal bis zum nächsten vollen Zehner. Der nächste volle Zehner wären 30 und es fehlen hier 5 Einer. Die lege ich erstmal dazu. Dann habe ich 30 und jetzt muss ich mir überlegen, wie viele Zehner fehlen bis zu 100. Das sind 7 Zehner. Insgesamt fehlen also von der 25 bis zu 100 75. 7 Zehner, 5 Einer. Noch ein Beispiel. 82. Ich lege mir erst 82. Siebzig, 80 und 2 Einer. Ich ergänze jetzt auch erst wieder bis zum nächsten vollen Zehner, bis zu 90. Es fehlen 8 Einer, die kann ich mir auch schon mal notieren. Die lege ich als erstes dazu. Und dann fehlt noch ein Zehner. Insgesamt 18. Nächstes Beispiel, 76. 7 Zehner. 6 Einer. Es fehlen 4 Einer bis zum nächsten vollen Zehner. Notiere ich mir. Und noch 2 Zehner. Also insgesamt 24. Unser letztes Beispiel, 39. Ich brauche 3 Zehner. Und 9 Einer. Ich ergänze wieder bis zum nächsten Zehner, bis zu 40, da fehlt ein Einer. Und bis zu 100 fehlen noch 6 Zehner. Insgesamt 61. Ich habe dir zu diesen Aufgaben ein passendes Arbeitsblatt mit Lösung in die Videobeschreibung gepackt. Wenn du heute etwas gelernt hast, freue ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.